Augen auf und Hirn zu. Hier sind wieder Brain is Play. Hier ist Lindbert. Lass Lindbert nicht liegen. Nein, ich wollte bloß zuschlagen, aber... Piu. Hey. Wir sind irgendwie... Wir sind immer noch vollkommen... handwerklich unbegabt. Wir haben eine Axt. Wie benutze ich sie jetzt? Ich verlasse sie am besten einfach fallen. Wir sind immer noch Turmstockwerk 1. Ich fand's so gut, dass wir die einfach durchziehen konnten. Ja. Vielleicht brauchen wir die auch noch. Oh, verflucht. Also sie werden uns diese Axt nicht einfach nur zum Spaß geben. Für irgendwas braucht man sie. Es gibt so viele Mods für die Axt, da kriegst Feueraxt aus lauter anderen Spielen theoretisch. Echt? Ja, das, aber wir können da leider nicht Mods. Wir hätten so gerne Mods geladen, aber wir haben angefangen in der nicht modbaren Version und unser Speicherstand ist nicht in der modbaren Version. Weißt du, was mich gerade, was ich mir gerade überlegt habe? Wenn wir die ganzen Items nicht hätten, könnten wir dann die Items hier kriegen? Ah, ich glaube nicht. Oder vielleicht doch? Also die Konnektoren standen jetzt einfach rum und es gab eigentlich nicht so viel Möglichkeiten. Überschreibung, yay. Hey, da haben wir auch genügend. Ach du Scheiße, brauchen die viel. Ja, wir müssen noch ein paar Level machen, so wie es ausschaut. Na, ich muss jetzt mal unseren Lindbert fallen lassen. So, jetzt darfst du puzzeln. Teetritzen. Teeritzen? Das klingt irgendwie nicht lecker. Sehr schön. War jetzt auch nicht so schwer. Das hätte ich auch geschafft. Hätte vielleicht länger gedauert. Schau mal nach unten, schau mal nach unten. Oh. Lindy! Ah! Nicht springen! Es gibt keinen Fallschaden. Ja. Nochmal! Ja, das war lustig. Lass uns das nochmal machen. Okay, wir können leider in Stockwerk 2 und 3 Axt nicht mitnehmen. Schade. Jetzt musst du aber erst den Aufzug rufen. Es dauert wieder. Die Leute haben nicht so viel Zeit für den Scheiß. Mann, was ist da hinten? Links, 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 links. Dreh ich mal um 180 Grad. Was ist das? Geh da hin. Oh, komm schon, Spiel. Während der Aufzug fährt, da hätten wir auch schon früher hingehen können. Ja. Da. Blauen What? Laser. Warte, schau, was wird da abgesperrt? Ein Stern. Oh Mann, ich. Was? Wo zur Hölle kriegt man hier Konnektoren und. Aus dem Turm? Ja, das ist das, was ich mir gerade so überlegt. Oh Gott. Oh ja, wir können die zwei Konnektoren rausziehen. Natürlich, wir haben Stockwerk 1, zwei Konnektoren und einen blauen Laser. Ja, und wir können die tatsächlich auch rausziehen. Und, ja, und wir können die. Shit. Oh Mann. Ich lasse alles, was ich da aus diesem Turm rausziehen kann, hier liegen. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir auch den blauen Laser aus Stockwerk 1, dass du den rausleiten musst. Mit zwei Konnektoren nicht. Ja eben, aber vielleicht musst du ganz viele Konnektoren aus Stockwerk 1 bringen. Ja genau, aber ich weiß noch nicht wie. Aber ich fühle mich gerade so echt geil. Viel besser als diese ganzen vorbestimmten Rätsel. Ja, die ganzen Sternenrätsel sind halt... ich krieg den hier hin. Genau, und von hier kannst du bestimmt... Nee, von hier aus noch nicht, aber ich krieg den schon mal nach hier irgendwo. Genau. Oh mein Gott. Komm, kriegst du sie überhaupt raus? Ja klar, ich habe ja auch hier hinten irgendwo den Dingseingang gehabt. Ach genau, den Hintereingang natürlich. Ich dachte schon, wir müssen durch die Tür... Nee, Quatsch, das wäre... Nee, Hirnfurz. So, was mich interessiert ist... Wo kann ich das überall hinstellen? Nee. Das geht. Oh, hier ist gut. Und jetzt kommst du zur Tür raus. So. Wow, ich werde überhaupt nichts schneiden. Ich werde deinen Klatscher rausschneiden. Ja. Gut. Wir klauen uns ein paar Konnektoren. Diesen Stern werden wir uns verflucht nochmal holen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wow. Andererseits... Ich weiß nämlich auch gar noch nicht, ob man von hier aus da schon hinkommt, weil das ist ja dann nochmal auf der anderen Seite. Ja. Vielleicht ist dieses Terminal auch das einzige, das wir finden und wir müssen jedes Mal wieder in Stockwerk 1 zurück, wenn wir ein anderes Stockwerk geschafft haben, um da den Code einzugeben, den wir finden werden. So. Schön. Darunter und dann einmal um den... Ah, nee, wie kommen wir da runter?
Ich glaube nicht. Hier lass uns erstmal gucken. Ja, lass uns mal Stockwerk 2 weitermachen. Fuck. Gerade macht das Spiel richtig, richtig Laune. Fick deine Philosophie. Die letzten Open World Puzzler. Ja! Und da ist ja, es gut. Open World Puzzle MMORPG. Gab's mal Myth. Es gab Myth MMORPG. Ja, ja, Uro hieß es, glaube ich. Nee, Nee. Ich weiß, es haben sie bloß leider nie fertig gemacht. Ja. Und schade. Man sieht heutzutage nur noch die Ruine. Okay. Ja, ich hatte da irgendwie. Irgendwann war man auf einer CBS Computerbild Spiele da eine. Ja, die Version kostet auch nicht viel. Eine Version drauf und ich bin raufgegangen auf die leeren Server. Das war gruselig. Im Abstrakten bedeutet der Tod eines einzelnen Menschen natürlich nichts. Ein unbedeutender Tropfen in einem Meer von Milliarden. Aber die Welt ist mehr als nur Abstraktion. Die Realität ist immer spezifisch, auf schmerzhafte Weise. Dieser eine besondere Mensch, den es nur einmal in der kompletten Unendlichkeit von Raum und Zeit gab. Dieser Mensch war mein Freund. Aber er kommt nicht zurück. Egal, wie sehr ich es mir wünsche. Alles, was ich letztlich tun kann, ist weiterzuarbeiten. Denn diese Spezifität, diese Einzigartigkeit von Menschen, von tatsächlichen Menschen, ist erhaltenswert. Krass. Jetzt stell den anderen davor, ja. Hüpf wie eine Treppe. Wieso mussten sie diesen merkwürdigen Computer einbauen? Diese Audiologs sind wesentlich schönere Methoden, da irgendwie Story reinzubringen. Ich weiß, aber sie brauchten halt irgendwie sowas wie einen Antagonisten, okay? Ja. Und dafür brauchst du irgendwie Interaktion mit einem Antagonisten, ansonsten macht der keinen Spaß. Oh. Wieso sind wir jetzt da oben? Weil ich mich von hier aus dahin rein hab wehen lassen. Was passiert mit unserem Stein? Wenn du ihn hier nimmst, dann wird er da reingeweht und dann da hochgeweht und dann steht er da oben. Und jetzt müssen wir irgendwie eine Treppe aus schwebenden Blöcken bauen. Was passiert? Wie kriege ich die wieder her? Das ist nur so. Wo sind wir? Da. Ah. Ich glaube, ich habe mich durchgeglitscht. Wo wollen wir hin, ist die Frage. Wir wollten wahrscheinlich ein bisschen höher noch. Also irgendwie hier so. Was zur Hölle? Warte. Schau dich mal um 180 Grad Drehung. Da an der Wand, was sind da für Zahlen? Irgendwo was anderes außer 2? Nö, nur 2er, okay. Weil wir sind ja eigentlich auf der Suche nach einem Code. Also aus irgendeinem Grund hältst du diesen Dings da nach oben. So. So, jetzt kann ich auf jeden Fall wieder Würfel würfeln. Ah, da hinten. Ja, ich suche jetzt auch nur nach Möglichkeiten, mich hier durchzucheaten. Weil ich möchte die Würfel irgendwie behalten, wenn es geht. Gut. Ah. Das nutzt mir bloß gar nicht so viel wie ich. Naja, und jetzt kannst du, Moment. Mach noch mal den einen Ventilator weg, den der nach vorne bläst. Jo, den anderen kann ich gar nicht wegnehmen. Ja. Echt? Nee, der ist fest montiert, oder? Nee, doch, das geht. Aber das bringt dir gerade nicht viel, den wegzunehmen. Langsam. What the fuck, wo muss ich hin? Okay, leg den einen Ventilator wieder rein, den der nach oben bläst. Dann stell 2 Blöcke übereinander so dass sie raufgeblasen werden. Bau dir, das mache ich ein bisschen weiter vorne. Ja. Bau dir eine Treppe, dass du drauf kommst auf den obersten. So, kannst du jetzt den und kannst du gleichzeitig den da noch greifen? Den einen Block rechts von dir? Nee. Schauen wir mal, wie hoch sind wir. Okay, wir sind jetzt. Aber wir haben eine Möglichkeit, da reinzukommen. Aber wir wollen ist, wahrscheinlich dass wir ganz nach hier oben. Noch da irgendwie weiterkommen.
immer die verfluchte Frage nach, wo wollen wir eigentlich hin? Also wir anscheinend möchte dieses Rätsel, dass wir irgendwas da hoch dingsen. Ich denke uns. Kannst du einen komplett Dreier blauen bauen? Nee. Ich versuche das gerade, dass ich den hier so hinsetze. Ja, und dann dich draufblasen lässt. Ja. Hüpfen und bauen? Nee. Ja, du kannst. Ja, aber bauen, es ist wenn du draufstehst. Ein bisschen frickelig. Nee, wenn ich draufstehe, kann ich nicht bauen. Doch, dann schiebt er dich gleich runter, das hatten wir schon mal. Ah ja. Genau, jetzt da hoch. Jetzt musst du bloß genau so bauen, dass du den Ventilator noch einsetzen kannst. Ich glaube, das ist Cheating. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Cheating ist. Ich habe keine Ahnung. Lass es uns probieren. Von hier aus komme ich noch hin, das heißt ich... es ist gut, wenn wir uns da durchcheaten. Dieses Spiel ist meiner Meinung nach von hier aus nicht moralisch dazu verpflichtet, uns cheaten zu lassen. Ich glaube, es fordert uns stellenweise auch dazu auf, zu cheaten. Ja. Und ich hoffe jetzt, dass komme ich... ja, doch, du kannst Leertaste und Hüpfen machen, wenn du auf der richtigen Höhe bist. Ja, und jetzt kann ich den da drauf und jetzt nehme ich mir das hier. Und jetzt gehe ich hier drauf und... Fuck you! Nein, wir sind noch nicht... Wir waren nicht nah genug dran mit den... Es geht schon, ich krieg das schon noch hin. Ich war... Falsche Taste. Ich kann mich nicht sneaken. Oh, zu viel Minecraft gezockt. Ich dachte, ich kann jetzt... Ach so, ja. über die Kante gehen und dann... Kannst du crouchen C oder so? Dass du näher am Objekt bist? Nee. Ja. Den ganzen Block noch ein Stück weiter. Ich muss ihn zumindest hier hinstellen. Hui. Ich denke nicht, dass es so funktioniert. Gedacht war? Wer weiß. Funktioniert dachtbar? Nee. Draufhüpfen, nehmen, draufstellen. Ja. So. Aber, das sollte jetzt reichen, dass ich komm du da nicht drauf. Rüberspringen kannst vielleicht? Ja. Boah, das war knapp. Okay. Es geht! Es funktioniert! Gib mir das. Ja, da wollten wir hin. Gib mir die Kiste! Da ist nämlich eine Leiter. Ja, aber gib mir erstmal die... Da ist überall eine Leiter. Nein, da kommen wir nicht hin, weil da abgesperrt war von der anderen Seite. Oder auch nicht. Aber wir haben jetzt einen Block außen. Was? Der uns weiterhilft. Ein Block außen hilft uns weiter. Bestimmt. Irgendwie. Oder vielleicht ist auch gerade eben erst die Wand runtergefahren, weil wir das Rätsel gelöst haben oder sowas. Lies mich. Ja, mach mal die Lies mich. Wenn du das hier lesen kannst, ich bin mir nicht sicher, wie ich diesen Text verändern kann. Mein Name ist The Shepherd und ich will dir helfen zu fliehen. Elohim und Samsara haben mich ausgetrickst, sodass ich mich selbst eingesperrt habe, aber ich bin nicht ganz an die Zeit gebunden. Wer ist Samsara? Wahrscheinlich der Computer. Wir hätten ihn nach seinem Namen fragen können, aber wir haben gesagt, scheiß auf deinen Namen. Ich habe den Code, nach dem du suchst, aufgeschrieben und ihn angehängt. Mathe. Ich würde mal die 215 merken, ja genau. Ja. Schließen. Das Netz. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass das Netz an diesem Punkt bereits vollständig aufgeben werde. Aber der Internetgebrauch ist in den vergangenen Wochen erheblich gestiegen. Alle reden miteinander. Sie versuchen Lösungen finden, tauschen Geschichten aus, verabschieden sich voneinander. Es ist so, als ob der gesamte Planet versucht, Verbindung herzustellen. Als ob sich all diese ungleichen Gruppen von Menschen zu finden versuchen. Bla bla bla. Device Manager. Version 0.01. Mhm. Qualitätsmerkmal. Wow. Dann, ja. Nummer 3. 215. Eingabe. Ja! Das war ein kompliziertes Rätsel. Okay. Nochmal nachgucken. Entriegelt. Ha. Nicht, dass jetzt mein... Ups. 4. Ja. Exit. Exit. Okay, wir müssen tatsächlich nicht wieder ins Stockwerk 1 laufen. Oh. Warte. Geh mal andersrum.
Ich möchte schauen, ob ich noch einen Block rausziehen kann. Ach. Au! Was zur Hölle? Weil ich, ja, da war eine Wand, die runtergefahren ist, als wir nach oben gekommen sind. Mag sein. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, kann ich den haben? Bitte? Nein. Bitte? Nein, vielleicht. Das war sowieso schon so halb gecheatet, hierher zu kommen. Das war der Wahnsinn. Ich weiß aber auch echt nicht, wie man es anders hätte tun sollen. Aber ich habe eine, ich habe einen. Also einen ist, Companion Cube. Wir können ihn gar nicht rausnehmen. Wie jetzt? Gar nicht. Naja. Wir kriegen ihn nicht mal wieder ins Rätsel rein. Doch, wenn wir über die Leitern gehen würden. Nein, wir können nicht Leitern klettern und Items tragen. Echt? Oh. Na egal. Aber du kommst ja hier nicht raus, weil die komplette Tür mit einem lila Schild abgeblockt ist. Fällt mir gerade auf. Und hier gibt's auch nirgendwo nochmal eine andere Öffnung. Nee. Oh. Fuck you, Game. Jetzt hab ich also sollen... Wir haben den gerettet, diesen... Das ist unser Companion Cube. Ich hab ihn so lieb. Auf nach Stockwerk 3. Gucken wir, ob wir genügend Steine haben. Wenn nicht, müssen wir zurück zu den Standard. Der letzte hat uns 9 Steinchen gekostet. Standardrätsel, die darf ich dann beim nächsten Mal machen. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, ein Kommentar oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir uns daran machen, endlich in Stockwerk 3 des Turms zu kommen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So. Gucken wir mal, ob du dich besser anstellst beim Sneaken. Sneaky, sneaky, sneaky. Tja. Den habe ich irgendwie nicht. Ja. Ah, mit F geht's jetzt, nicht mit E. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Töte die Ratten. Nein. Ich hab meine Ratten lieb. Aber die töten dich, wenn du nicht aufpasst. Später sind sie auch nützlich.